Ah, jetzt geht's. So, nächstes Let's Play von World of Tanks, bla bla bla, das Restgedöns du mir einfach mal zur Seite schieben. Ja, ich hab. Was hat. Oh, es hat geleckt. Du aller Schieber. Warum ist denn das gerade so Oh, komische Sieg. Qualität? Überlegen hat Egal. Abzeichen zweiter Klasse und 2500 XP. Ich hab gar nichts. Außer Haha. 1200. Ich habe auch die ganzen Kills gemacht. Wie ihr seht, ich habe kein Premium mehr. Eine Runde mit Sergio Fabian. Ja. Ich gebe einmal aus. Was hast du gemacht? Ich brauche noch 6000 für den besten Motor, T34. Ah, warte, warte. Dann gucke ich mal, wie viel ich noch brauche. Ach ja, ne, gestern, da hab eine SMS bekommen, wo das drin steht, Passwort Wiederherstellungscode. Und ich war nicht zu Hause. Jemand wollte sich wohl in mein Account hacken. Böser Steve, böser Steve. Ja, da hat dann geguckt, ob alles in Ordnung ist und ist jetzt alles okay wieder. Hätte ich jetzt nicht das Programm, hätte ich Jetzt gar jetzt nicht WOT, gedrückt. nee, hätte ich jetzt Und WOT nicht mit dem Handy verlinkt, wäre jetzt bestimmt mein Account futsch. warum was war? Es wollte sich gestern jemand in meinen WOT-Account hacken. Ich habe nämlich eine Aha. SMS bekommen, Passwort Wiederherstellungscode. Aha. Und ja. Na, ich habe jetzt hier auch mit Handy verlinkt. Ja, hab ich Also, auch. es bringt auf jeden Fall was. Wie ihr seht. Allein schon wegen den 100 Gold, die man bekommen hat. Ja, 100 Gold ist wichtig. Oh ja, ich bin Tipp des bester. Tages: Feiern Sie niemals auf Ihre Verbündeten. Och, Mano. Standort der gegnerischen Arti lässt sich anhand ihrer Geschossspuren zurückverfolgen. Also so ein Deswegen völlig tut der Neuigkeit. Teda-Bongo mich blindschotten. Ja. Und Carsten, wie läuft es bei dir so? Also Carsten, nicht wundern, ich nehme das auf. Na toll. Ja, also. Hast dich gar Ich nicht dafür bin angezogen. nicht dafür angezogen. Toll. Ich bin nicht dafür Nein. angezogen, genau. Ich kann dich zwar nicht sehen, aber ist auch egal. Ich bin nicht passend dafür angezogen. Guck mal, mein Tarnung habe ich drauf. Scheiße. Warum hast du keine Tarnung auf dem? Das bist nur für einer. Das ist Ich doch habe auch nicht. keine Tarnung, meine Tarnung ist auch abgelaufen. Ich habe Ich habe nur Sommertarnung, die nicht abläuft. Also ich habe keine Verfallstarnung. Voll schon mal lang. Carsten, geh mich mal anschieben. Sehr Willst du witzig. mich mal anschieben? Na komm. Dich anschiebt, dann bist du kaputt. Ja. Ah, geh weg, geh weg. Oh. Jetzt kannst du Ja. mich anschieben, wenn du willst. Oh, hör auf, ist so komisch. Klar, den zweitlangsamsten Panzer im ganzen Spiel. Direkt, Na, direkt. es geht Noch nichts also über knapp. T95 und Top Ich 2. wollte gerade sagen, also knapp vorm T95 bin ich. Apropos Top 2, 50% reduziert, lass mal alle kaufen. Ja, auf jeden Ja. Fall nicht. Warum denn nicht? Ich muss Freier mein Zug Geld Top 2, es gerade. kommt bestimmt dermaßen epic. Ich muss gerade mein Geld zusammensparen für den Jagdtiger. Wieso machen jetzt alle den Jagdtiger? Ich brauche Weil bloß noch. Jagd-PZ geil ist. E100 ist cooler. Nein, nein, eher 100 mit dem letzten Geschütz kommt noch nicht mal durch Heck von irgendwelchen Panzern durch, wenn du von weitem schießt. Ja, sind halt 235 Durchschlag, ist halt nix. Komm mal, Das ich ist Goldmoni, da Furz. musst du ein bisschen besser zielen. Genau. Mit ein bisschen besser ist gemeint, einfach Goldmoni benutzen. Praktisch. Quadratisch Praktisch. praktisch gut, ne? Ja. Ja. Krieg ich ins Visier, ja. Also Black Prince, du bist schon ein ganz schönes Arschloch, muss ich Tiger sagen. 2 und Typ, ich hab Angst. Allein schon Ja. vor dem Typ. Boah, bleib stehen. Ich fahre oder ich schmeiß dich runter, Mann. Ja, meiner Meinung nach hat der Typ die unmöglichste Panzerung im ganzen Spiel. An den unmöglichsten Stellen prallt es ab. Und der Tiger 2 kommt durch, das finde ich uncool. Oh, da ist der sein Volltrottler. Aha, jetzt kommen zwei Typen 59.
Ich und der Tiger 2 freuen uns gerade. Leute, der Typ hieß, du treffst gar nichts. Ach, Wirkungstreffer. Hier ist irgendwo ein Tiger 2. Nein. Hä? Du kriegst ihn okay. Nicht so, wie geil ist das denn? Kein Tiger 2, dann schießt du auf den Löwen. Steh oben auf dem Hügel. Ja, ja. Ja, aber ich glaube, also der muss dem, der. Check fahren, oder Bitch. Mannschaft zurück. Dankeschön. Ja, jeder hat jetzt einen Kill. Waffenbrüder Time, entscheidender Beitrag teilen. Ja. Ey, Fabi, hast du das mit dem Bild Teams gesehen? Was? Dieser Bild Teams Wettbewerb, wo man entscheidender Beitrag kriegen musste. Ja, aber das ist vom 25. Ja, ich weiß, dass da eine Begrenzung gab, sonst hätten wir da mitmachen können. Ja, das war am 25. Februar, da hättest du den bekommen müssen. Hm. Ey, Mann. Hätten die das ohne Begrenzung gemacht, wir hätten bestimmt zu kurze Gefecht gehabt. Allein schon, weil wir 3 Sus waren. Ach, Wiederwirkungstreffer. Ich prall an der scheiß unteren Frontplatte vom scheiß Tiger 2 ab. Du kannst nicht zielen. Ich merk's. Ich muss ein bisschen aufpassen. Der Löwe ist zu dumm zu. Natürlich. Nein! Was tust der kommt du denn? Mit dem Schuss durch und ich brenne da unten die Frontplatte ab. Das finde ich immer so logisch. Alter, der Löwe, der ist auch. So ein geiler Typ. So, ich fahr jetzt mal zu Arti. Also der Obermongo ist der Black Prince, das muss ich sagen, der Jogge, also das ist der Obervollposten vom Dienst. Also Jogge, also an alle, die sich das Video irgendwann mal angucken werden, der Jogge ist totaler Vollidiot. Der bei D7 oder der bei dir? Der, genau, der Jogge ist. Der ist gemeint. Also der ist total drauf. Genau. Das darf alle Welt wissen. Der Stoff. Ja, der YouTube. Und dann prallt er noch ab, wie dumm ist der denn? Vor allem, der hat ist an deiner Seite abgeprallt. Du stehst frontal vor dem und er trifft deine Seite. Das muss man auch erstmal schaffen, ey. Den Skelett mal gerne. Drehen. Skill, macht Spaß, einen Turm zu wackeln. Ja. Oh, schön, dass er jetzt schon nachgeladen hat. Oh, hat doch die kleine Gun drauf, wie niedlich. Oh, ich denke, wir auch dann ES6. ES6 ist cool. ES6 ist verdammt awesome. Avesoma. Der ist so Avesoma. Avesoma geht gar nicht mehr. Das ist der Bummel, die Dodge. Hä, wo bist denn du? Du kannst auf den T4-Reich ziehen. Wie geil ist das denn? Payback. So. Los, Carsten, den killst du noch. Nein, kill okay, ich nicht, weil ich schieße die Hobos runter und irgendein anderes Arsch kill die. Ach, was hab ich, klaut sich die Art hier. Ja. Schade, ich wollte noch ins Wasser fahren. Die Art, die war zu dumm auf mich zu zielen. Meisterschütze. Oh ja, 70.000 Credits. Wetten, ich hätte jetzt fast doppelt so viel bekommen mit Dingens. Ich bin besser. Ich hab 43.000 ab, Manu. Oh man, ich hätte 106.000 bekommen. Ey, warum habe ich nur 970 XP gekriegt bei fast 3.000 Schaden? Ich hab 3.400 Schaden. Hä? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mit 10 Schüssen Meisterschütze bekommen, weil ich halt 10 Schüsse getroffen habe. Sehr schön. Das war mal wieder ich weiß, ein gutes ich bin Gefecht. Stolz auf mich. Was nehmen wir? Achter. Okay. Stufe 8. Welchen Achter nehme ich denn da jetzt? Welcher Achter ist denn bei mir noch nicht weg? Welche sagen? Nein, ja, echt. Panther 2. Ich habe einen Panther 2. Ein Jagdpanther 2 ist schon weg. Du hast schon einen T-Shirt 2, oder? Du hast einen Jagdpanther 2 immer noch? Ja, ich behalte den.
Alter, das Ding geht doch einfach nur ab für Stufe 8. Geht ab, ja. Stufe 8 ist das Ding viel zu stark. ISU ist für Stufe 8 viel zu stark. Ist auch, ja, absolut. ISU ist für Stufe 10 noch viel zu stark. Ja. Dagegen kann Objekt 704 nicht mithalten. Also, du dürfst es drücken, genau. Ja, ich vergesse irgendwann mal, dass ich starten muss. Ich will eine 50 haben. Ja, dann kauf nicht dir. Ja. Oh. Naja, ein 9er. 10er. 4, 3, 9er. Na, das müsste eigentlich leicht werden. Wir haben immer einen T110 E3 mit einer 15 cm Kanone. Wir haben immer einen 3T71. Ja, immerhin. Das muss, ja was, das muss ja was bedeuten. Wir sind hier da Hypo-PBZ-Zug. Wir sind vor allem auf der falschen Seite. Nicht gut. Ja. Ich greife lieber an auf der Map. Ja, vor allem mit Jagdpanzer. Auf der Map tue ich als Jagdpanzer immer gerne campen. Dann stelle ich mich da hinten in den Busch und tue dir mal ab mit Sinn. Der Jagdpanzer hat noch den Vorteil, im Gegensatz zu einem anderen deutschen Panzer, der eine Tarnung besitzt. Und nicht so groß ist wie ein Hotel. Jagdpanzer 2 ist zwar nicht so groß, aber er hat auch schon erstaunliche Tarnwerte. Ja, erstaunliche Tarnwerte im negativen Bereich. Ja, genau. Jagdtiger ist im übelsten negativen Bereich, der hat schon Doppelminus. Der Jagdpanzer eher ein 100, ey. Der steht schon im 10-fach Minus. Der ist bei minus 500%, ey. Die Tarnung fürchtet sich dermaßen vor dem, dass sie schon wieder den tarnt. Wie dumm ist der T-45 da eigentlich? Schießt daneben. Ja. Wo bin ich denn? Ich kann perfekt über den T-45 genau, du bist mein schwuler Freund. Lange wurde neben geschossen, Bruder. Bleib nochmal stehen, du Kackhaufen. Ja, da stehen bleibt zumindest gar nichts. Da ist noch einer. Und durch den Felsen komme ich nicht mit eurer Kanne. 59,16 bleib stehen. Aber 59,16. Den hab ich auch bald. Oh, verdammt, ich auch. Machst du auch die leichten? Ich mach auch die mittleren. Gut. Also die schweren dann auch. Ja. Ich muss mir aber erstmal noch zwei neue Stellplätze. Der leichte Zweig ist cooler, man spart nicht nur knapp 150.000 XP, hat auch die cooleren Panzer. Ich weiß. Deswegen mache ich ja weiter. Wie kommen Sie so an, bist? Ja. Ich. Ich schlaf unter der Woche eine Stunde darf ich ran und Wochenende weiß ich nicht. Halt. Armer Fabian. Wie der Mann halt okay. Will. Nur eine Stunde in der Woche. Ja, aber ich hoffe, da bessern sich die Noten, dann kann ich wieder länger ran. Ja, was heißt also unsere Woche, also täglich eine Stunde oder? Wenn ich frag halt. Okay. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es sinnlos. Also das ja, ist ich sinnlose, weiß, aber es sind 8 Gefechte, die du eine Stunde machst. Ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine, das ist eine sinnlose Bestrafung, weil, ich meine, jetzt, was machst du denn, wenn du jetzt nicht WOT spielst? Dann sitzt du im Zimmer und guckst Löcher in die, in die Luft, so. Ja. Und das ist ja scheißegal, was du machst, wenn du... Du kommst nicht nach Hause und lernst bis abends, bis ins Bett gehst. Nee, das ist schon klar, aber... das haben die extra... Oh, das haben die extra so gemacht, weil ich... als ich uneingeschränkt spielen konnte, die ganze Zeit gar nichts gemacht habe, wirklich nix. Naja. Ich heiße auch so und ich fahre damit noch gut. Ja gut, das ist aber jemand anders halt. Es gibt halt welche, die müssen halt nichts machen, weil sie einfach nichts machen müssen. Und dann gibt es halt welche, die aber jetzt sich in Arsch abladen und das bringt trotzdem nichts. Ich darf jetzt 2 Wochen Schulstoff aufholen und habe keine Lust. Ja, das ist natürlich hart. Den Schulstoff. Oh man, die Deutschen mit ihrem scheiß Motor da vorne sitzt, ey. Ah! Hä? Das ist das Schlimmste an den scheiß Deutschen, der scheiß Motor vorne. Ich wurde gerade 760 mit dem Schuss abgezogen, was ist denn das? Wow. Ah, wahrscheinlich hat das Jagdtiger da einer reingepräzelt. Naja, das war. Das scheiß Audi. Ich werd immer noch abgeknallt. Wow.
Ja, der Artien hat Premium-Munition, das sieht man ja, wenn die aufkommt. Wie konnte mich gerade der Jagdtiger zerstören, statt hinter dem Felsen? Tja. Los, nimm meine Wanne, dann bist du der Jagdpanther Panther 2. Jagdpanther Panther 2? Ja. Der Jagdtiger, gibt's überhaupt einen Jagdtiger? Hast du eigentlich schon die beste Gun drauf, Carsten? Ja. Los, präzise dem hier, hier ist 7 eine rein. Warte. Gar nix? Überhaupt nix? Also, was, wo haben wir jetzt hingeschossen, bitte? Shit happens. Ich komm nicht an den. Hier ist 7 ran. Und Carsten, wie findest du den Jagdpanzer 2? Geil. Oh Gott, ich hab jetzt Angst wegen dem Jagdtiger. Carsten hat den Zehner zerstört. Oh mein Gott. Normal. Keine Angst vor Zehnern, also außer sie schießen auf mich, weil ich habe keine Panzerung. Und so kein Fahrenwert. Der hat 100er Frontpanzerung, 80 Seite und eine Heck 40 oder sowas. Aber. Also das ist praktisch nix. Carsten, du weißt doch ja. Noch um den Jagdpanzer, als wir hier Zug gemacht haben, als mich einer reporten wollte. Ja. Nur weil ich viel zu gut bin. Ja, ja, genau. Das ist ja von wegen hier Goldmuni und Hacker und. Ja, weil ich einen ja, ELC ja. Mit einem Jagdpanzer 2 mit einem Schuss zerstört habe. Ein ELC. Nee. Bevor die Kunst ist. Der Typ hat sich ja ein bisschen lächerlich gemacht. Ein bisschen sehr, Kern, da hat er 11.000 Gefechte. Revolvermagazin FTW. Komm, Bitch. TR-70 stimmt auch cool, den hätte ich auch gern. Was? TR-70. Das ist mein nächster. Volltreffer getrackt. Jetzt nicht mehr. Pussy. Kleiner Kackhaufen. Zum Glück ist kein Adi mehr da. Los, auch den Jagdtiger. Nein. Fuck. Und tot. Kleiner Rotzlümmel. 507. Dem Game schon 595 gezogen mit einem Schuss. Ich hab schon 613, das meiste, was der mit normaler Munition ziehen kann, sagen. Gezogen. Oh nein, voll wieder zurück. Das war gerade, wäre gerade so geil gewesen, Mann. Ich hab nur einen Arsch gesehen. Einen nackten Arsch oder hingestreckt. Nochmal. Yeah. Carsten hat einen 9er zerstört. Einen 10er und einen 9er. Ah, da drüben sind sie. Die restlichen 3 sind alle hier drüben. Ich glaube, ich muss ja auch einen Jagdpanzer 2 suchten. Er scheint übelst geil zu sein. Das ist übel. Also, ja, aber du musst dazu die große Gun holen, weil ansonsten. Ja. Die große Gun, die kostet schon mal 63, das ist ja das nächste. Na, auf dem E75 kostet die auch so viel. Das Geile halt an die Jagdpanzer ist, dass. Da ist im Gegensatz zu Ferdinand effektiver, weil du halt mit dem Jagdpanzer 2 viel mehr fahren kannst. Und kannst es. Hab mit dem Jagdpanzer 2 bei Westfield. Die Dimitro-Medaille gemacht. Ich alle fahr vier mit dem gar nicht so viel. Das ist halt. Der hat mal da einfach zu wenig Panzerung. Ich Sniper mit dem halt. Ich auch. Fertig. Auch wenn halt nur noch. Du kannst schon in der Position und Flanken wechseln. Aber total. Wenn du mit dem Ferdinand Flanken wechseln willst, ja, das wird unlustig. Also, als ob. Ferdinand ist schon schnell genug für seine Größe, aber halt. Nicht so schnell wie der Jagdpanzer 2. Ja, und leider weiß jeder bei dem die Schwachstelle. Ja, hier an der senkrechten Stelle, dass eigentlich beim Jagd PZE 100 und Jagd Tiger gepanzert ist. Und Tiger 2, der ist aber nicht mehr hier oben, oder? Der steht noch da oben. Diese Weißwurst. Ich dachte, der wäre, weil der war der nicht unten da bei. Mm-mm. Wo der Jagd Tiger war, sein? Mm-mm. Tatsache. Ah, du musst auch nachher rein. Ich hätte allein schon Jagdpanzer 2 genommen, weil ich für den die Motoren habe und für den Ferdinand nicht. Ja, dazu brauchst du VK 4500. Um den letzten freizuschalten. Hey, wie hast du deinen E75 freigeschaltet? Ich bin über den PC 3-4 gegangen. Oh. Oh, minus 4000.
Minus 2000. Plus 25. Hm. 1200. Hat 3k Damage gemacht. Bald auch, ne? Ist ja in Ordnung. Also ich hab's letztes Mal geschafft, 5555 Schaden zu machen. Alter, und dann so kriegst du nicht mal Panzer, Schande über WOT. Hm. Carsten hat mit dem Jagdpanzer 2 genau 100 Panzer zerstört. Jubiläum! Echt? Hab ich das? Ja. Verrückt. Immer guckst du? Was ist? Was du immer guckst, hab ich gesagt. Was ja, hat der Jubiläum? Große Langeweile. Jagdpanzer 2. 100 Panzer zerstört. Ich hab Jubiläum. Juhu. Treffergenauigkeit 66%. Warte, mit Jagdpanzer 2 hab ich 75% und schon 400 Panzer, 449 Panzer zerstört, was ich mit dem T34, der schon weiter oben ist, nicht geschafft habe. Das Epis ist immer noch an meinem E75 Genauigkeit. 28 gefechte, 9 Panzer zerstört und 88% Genauigkeit. So, was wollen wir jetzt? Ist mir relativ. Es ist ihm relativ. Relativ. Wir nehmen 7er. Okay. KV3 ist weg. Jagdpenis-Style. Oh Mann, hätte ich nur meinen noch behalten. Hast du den nicht verlassen? Also ich dachte, du wolltest ihn behalten. Ich wollte ihn behalten. Ich verkaufe keine Panzer mehr. Deswegen krebs ich jetzt da noch rum und warte ja auf meinen scheiß Jagdflieger. Ich mache aber mit, Jagdpanzer. Denn die französischen Jagdpanzer würde ich eigentlich auch mal machen, nur die SAU-40 schreckt mich ein bisschen ab. Die SAU-40 ist so ein Kackteil, genauso wie der ARLV-39. Die Franzosen, die haben's drauf, Viererpanzer zu bauen, die alle gare scheiße sind. Schon. Der AMX-40 ist Rotze, der B1 ist Rotze und die SAU-40 ist auch Rotze. Das Einzige, was glaube ich, was taugt, ist die ARTI. Die taugt ziemlich, die ist cool. Die AC Mailand 46 ist saugeil. Ich sehe mal wieder Leute mit der, die übelst aufräumen. Der Nachteil ist, über weite Entfernungen hat das Ding so eine megamäßige Streuung, das geht gar nicht. Russen-Style. Nee, da sind ja, für Franzosen die, selbst für die schlimmer. Sind 200 Meter schon zu weit. Oh, wir dürfen wieder einnehmen. Wir drei dürfen an der Basis stehen bleiben. Super. So, Kern, Fernklasse und Tarnnetz. Beste Voraussetzung für einen Jagdpanzer. Ja, das ist scheiße. Scherne, Fernrohr, das kannst du dann als Kicken. Ach ja. Ach ja, und Scherenfernrohr bringt doch was, weil mit dem Scherenfernrohr kannst du über Berge drüber gucken. Ich hab bekloppt. Also, da kannst du über Steine drüber gucken. Nicht so wie, weil jetzt könntest du nicht drüber gucken, aber mit dem Scherenfernrohr, wenn du stehen bleibst, könntest du manche sehen. Theoretisch. Wieso besitzen die Deutschen alle keinen negativen Richtwinkel? Das ist doch witzlos. Ich glaube, die Amis haben das Privileg für sich gebunkert. Also ich finde, du kommst mit welchem war das, mit dem du ziemlich weit runter kommst? Ich glaube, selbst mit einem Panda geht es eigentlich sogar einigermaßen. Fahr runter. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die Amis das für sich gebunkert. Die haben den ultimativen Richtwinkel. Die Amis und die Briten. Ich weiß, was war das Problem jetzt gerade? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Arti, Beschiss. Arti, Beschiss. Arti, Beschiss, ja. Oh. Das Geile halt an der AC ist, wenn du an die Front schießt, IS kommt nicht durch. Tiger kommt nicht durch. Das ist so geil. Ne, hier bei der AC. Find ich so geil an den Panzern. Bei der Foch wird das schlimm, ey. Foch 155. Klonk. Die Foch mit ihrer verkackten Frontpanzerung. Ich hasse die. Alter, die Franzosen sind sauschnell. Und noch gut gepanzert und noch gute Geschütze. Also im Grunde genommen perfekter Panzer, ne? Na, nur die Genauigkeit ist das eines der Mankos, oder? Naja, wenn du dich drehst, ist es sehr weit geweitet halt, aber
es tut relativ schnell anvisieren. Ja, gewaltet. Ich sehe nichts mehr. Oh, Love. Au. Komm, ein Geschütz an. Ich krieg die ganze Zeit aufs Maul, das gefällt mir nicht. Warum? Weil ich aufs Maul krieg. Oh, natürlich, wir haben einen 5-1, Schande über mich. Vielleicht Rauch, der Kusstreffer. Und Fabi, also wir haben jetzt alle drei drauf geschossen und der Mailänder das Ding platt gemacht. Ja, Franzosen halt, ne? So. Ich pralle halt, ich mach halt den Kusstreffer. Die AP eigentlich rückwärts auch schneller als vorwärts. Das, was mir auch aufgefallen ist, der AC Mailand ist nach dem Namen einer Fußballmannschaft benannt. Der Mailand. Heißt das Ding wirklich AC Mailand? Ja, es gibt ein Fußball Trupp. Ich habe jetzt vergessen, wie man das nennt. Ja, ich kenne mich mit Fußball wenigstens so weit aus, dass ich AC Mailand kenne. Ja, der AC Mailand halt. Ich weiß nicht, ob die denen gewidmet sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe gedacht, die fahren die da ist ein Teil. Einfach nur das Fanso, den Panzer, weil das nicht so ähnlich geschrieben wird. Ne, die nennen den doch nicht aus Spaß einfach so. Heißt das AC Mailand? Außer ein Jackson. Du heißt doch nicht AC Mailand. Wie sonst? M-L-E. Nice. M-L-E. AC Mailand. Ja, was weiß ich, was das heißt? Müssen wir mal googeln. Gack. Ne, mit C. Das Kackhaufen. Du fällst schon mit dem Franzosen-Ding rum, du musst auch wissen, was es heißt. Jetzt versuchen zum Beispiel, dass Jagdpanzer heißt. Oh ja, ist ja deutsch, ne? Ja, die Deutschen machen wenigstens kein Geschiss mit den Namen. Da habe ich schon Munition verschossen. Ich habe doch genau 0 Treffer gemacht, also 0 Hitpoints abgezogen. Ich habe bestimmt schon für, keine Ahnung, 15.000 mindestens Muni verballert. Guck mal, meine Position ist doch mal awesome, oder? Diesmal auch nicht an der Front halt. Warte, ich will mich mit zu dir stellen. Nein, bleib stehen! Warte. Verdammt, ich kann nicht mehr rückwärts hochfahren. Bleib stehen! Oh. Ich konnte rückwärts nicht mehr hochfahren. Ist mir doch egal, du solltest stehen bleiben. Ich wollte dich runterschieben. Du bist Spasti. Ich bin okay, Spasti. Wenigstens kein Wasser da. Wenigstens kann man ja nicht sterben. Na, sterben kann ich alle Male, wetten wir. Mm. Also niemals mit mir, dass ich sterben kann, ich werde immer gewinnen. Oh, Arti hier. Ja, der zieht auf mich, Mann. Und toll. Da ist ein 10x30, der macht mir Angst. Ziehen gleich alle auf mich wieder. Nein, das ist doch nicht, hab ich getrackt. Ja, die schießt auch auf mich. Geh verrecken. Ey, mit was schieße ich denn bitte hier? Mit Scheiße? Also ich hab noch ohne Scheiß. Mit Haufen Nuggets. Ich hab noch nichts getroffen. Da hab mich. Wir brauchen so eine kleine Bergflanke, die gibt uns ein bisschen Deckung. Komm, wir schießen. Oh, wir haben jetzt schon richtig viele Panzer verloren. Edel, ne? Komm, wir killen jetzt mal zusammen den. Ich bin doch so gut. Oh, ich auch. Moment. Hast du da gerade so epic in den Boden reingeschossen? Ja. Sind das so Weichei? Wurst. So ein Weichpanzer. Die weißen Würste. So, warte, pass auf. Hummel ist meine. Hummel ist meine. Ja, schießt den Tisch daneben. Die Deutschen fliegen halt schneller ein als die Franzen. Leider. Warte, ich zoome mal raus. Ja, die zielen auf uns, die zielen auf uns. Und der Panzer zieht auf mich. Vorweg, vorweg. Warte, einen Schuss krieg ich noch. Oder auch nicht. Ah, oh, Spasti. Was hat das eigentlich? Hast du 105 oder 90 mm? 100. Ach, die Panzer immer mit ihren Ausnahmen. Du musst ja noch ein Mann, die Panzer mobben mich. Sie poppen dich. Oh, Carsten hat auch noch so richtig viel Style. Ja, total viel. Bin auch Hardstyler. Hatten Style, den ich noch hab.
Oh Gott. Fabi, du hast das meiste Leben gespotten. Ja, genau. Drei schreibt man mit T. Wusste ich noch gar nicht. Natürlich, ich track den T34. Oh, kleines Rotzvieh. Scheiß Panther. Scheiß Löwe. Alter, was stehen denn die da hinten rum? Oh, Kack, 1%. Ich hab keinen Funk mehr, leider. Du hast kein Amorek mehr, das wird mir Airsorg machen. Oh, Amorek hab ich auch keins mehr. Doch, guck mal. Oh, ein Wunder. Ja, ja, auch geil. Komm, wir müssen jetzt alle los, Mann. Ich bin hier halb tot. Oh, das ist nur ein Panzer. Halt tot, ich bin halb tot. Der hat mich auch nur tot gemobbt. Die schießen jetzt alle auf mein Geschütz. Na komm, schießt. Die Schwachstelle. Ja, ich habe mir nicht rechtzeitig anvisieren können. Ah, nein. Jetzt schießt diese Sau von hinten. Der T71? Ja. Wo steht das kleine Drecksding? Hier hinten. Fotzenhobel. Noch 1 Minute 40, schnell, capt mal. Oh, krass, das ist genau neben mir verreckt. Ja, die genau. Die Deutschen bleiben wenigstens zusammen. So, ein bisschen tot. Dein Frack sieht genauso aus wie mein, selbst das Fake. Oh, der Panther sieht mich natürlich, dieses kleine Rotzvieh. Ach, ne. Wetten wir verlieren das noch? Hoffentlich campen die jetzt. Ja, hoffentlich campen die jetzt. Hoffentlich campen die jetzt. Ja, auch geil, da schießt noch drauf, der ist schon in seiner halben Stunde der tot. Der KV1, das? Ja, das ist so dumm. Den beobachte ich auch gerade, das war epic. Das ist episch dumm. Ist ja nicht so, dass man 15 Sekunden nachlädt und Schuss 1000 Credits kostet. Ja, ja, dafür sollte es 1000 Minuten nachladen und dafür darf es nur 16 Credits kosten. 1000 Minuten nachladen, die erste Kugel dran ist das Match vorbei. Noch nicht mal. Oh, 10 Schuss verballert. Sehr schön. 15 Schuss verballert und 444 plus gemacht. 2000 minus gemacht. 13 Schuss abgegeben, ich hab sie 6,5 minus gemacht. Alter Freund, my friend, ja. Hast du ja auch so richtig epic getroffen. Ja, total. So Overkill auf dem Dienst gewesen. Aber ich hab irgendeinem schon was gezogen, aber was denn nur? Hast du 5er, Carsten? Ja, also ich hab ich 5er. Ich dachte, ich krieg Stahlwand. Oh nein. Ach ne, ich bin ja gestorben. Nimmst du auch einen 5er, Fabi? Ich guck gerade, ob ich über. Ah, ich hab doch noch Churchill und T14. Genau. Warte. Du hast doch alles. Du hast ja nur 31 Panzer. Warte. Das werden wir ja sehen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist Stuggileinchen. 14. 18. 21. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Was? Nur noch? Ich hab keine freien Stellplätze. Hä, hey, warum hab ich denn so wenig? Ich. Ja, echt mal. Na, dann hab ich mich bloß verzählt. Zu dumm zum Zählen. Tja. Ich nehme mal meine Nille, ich muss mit der auch noch wegkriegen. Die Nille. Hoffentlich kommt jetzt hier 5, sonst schlag ich dich, dann bist du dran schuld. Du bist dran schuld. Oh, ich nehme meine Premium-Munition und verballer die jetzt wieder wie vorhin. Ich mach die ganze Zeit nur Verlust. Carsten, wie weit bist du eigentlich mit Arti? Hast du schon ein Gateway? Das Projekt habe ich aufgegeben. Ja, warum? Also ich folge jetzt nicht mit Nachdruck, sondern nur so. Ja. Also ich habe auch erst 55.000 XP auf der Hummel. Naja, aber wenn ich da jetzt irgendwo mal hinkomme, dann komme ich da halt hin und wenn nicht, dann nicht. Fabi, du bist der Außenseiter, haha. Yeah. Du bist der Einzige, wo bei Spawn.2 gespawnt ist.
Echt, wie heißt das immer so schön? Forever Alone? Ja. Schreibt man Forever nicht zusammen? Ist mir doch egal. Du kannst mir mal die Eier lecken, ne? Nein, danke, das tue ich nicht. Warte mal, wie könnte ich mich mal am dümmsten hinstellen? Stell ich einen See. Ich wollte gerade sagen, das wäre so mit dem dümmsten. Ich hätte es auch gesagt, die Miete vom See. Falls ich da überhaupt hinkomme. Ja, das soll man jetzt wahrscheinlich entscheiden. Na, geht mal spotten für mich. Als ob ich dich spotten würde. Ich bin Lighthank, kein Scout. Epic Aussage war Crusader, dass ihr echt taugt echt nicht zum Scouten. Der taugt für gar nichts. Na, ich finde den gar nicht mal so schlecht. Das ist wie ich weiß, wie Crusader mit noch weniger Panzerung. Ich hab auch geil. Alter! Armacasten. Oh, ich schieße natürlich voll an ihm. Mit der kann mich nicht mit einem Schuss kaputt machen. Der hat sich ja noch tot gerammt. Der hat sich ja gerammt. Naja, der kann mich trotzdem nicht mit einem Schuss tot machen. Naja, 200 Damage mit Schuss und 110 Klick da auch noch weggerammt. Genau. Ich versuche wenn ich Hitpoints? Ja, du hast noch 350. Oh, na dann hat er mich doch fertig gemacht. Der Sword. Oh, das ist ein VK36. Warte, den wies ich gerade an. Nenn nicht zu weit nach hinten. Sonst kann ich dich nicht mal mit dem Schuss killen. Ich gebe derweil nochmal eine rauchen. Ist ungesund. Mit dem Crusader habe ich 3 Panzer in einer Minute hintereinander abgefackelt. User joined your channel. Ich wünsche euch was zu tun. Jo, ciao Chris. User disconnected from your channel. Aber wirklich, ich finde den Crusader ist einfach nur ein Typ mit noch weniger Panzerung. Also ein T-34 mit noch weniger Panzerung. Oh nein, ELC, ey. Aber dafür ein bisschen agiler. Agiler? Ich halte mich immer was alle über den Crusader heulen. Ich finde den eigentlich relativ geil. Der ist auch cool. Die Gun ist eigentlich fast dieselbe wie die vom T-34. Oh Mann. Der Akkus muss weg. Oh, da steht ja noch ein Churchill. Und lustig. Spruchhilfe. Ah, M7. Ach, ich muss ja weg. M4 ist tot. Der blöde M7. Tschüss. Stell dich in den See, da findet sich keiner. Wir sehen uns in der Hölle. Bei dir sowieso. Ja. Der... Was ist das für ein Scheißding? Der K1 ist so schlau, der nutzt auf der 85mm Gun HE-Muni. Auch geil. Und schießt damit auf den Black Prince, auf den Churchill 7. Der andere Kaffer ist wenigstens zu schlau und benutzt auf der 122mm Gun HE-Muni. Haha, ELC. Auch wenn ich Shield benutzen würde. Haha, ELC. Ha. Der ist Suicide. Oh, das sieht so cool aus. Ich lieg so friedlich unten am Boden. Nun ja. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden, genau. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, wie viel ultra-megamäßige viele Gigabytes ich jetzt noch frei habe. Noch insgesamt. Oh, noch 21. Und ich habe erstmal 10 Gigabyte weggehauen. Aber auch nur 10. Mehr nicht. Der K1, das ist so pro-like. Ich schaff das. Neben den ELC zu schießen. ELC ist halt klein, ne? Also ich warte mal auf euch, ne? Also auf dich. Carsten ist ja... Ja, ich bin jetzt gleich erstmal kurz AFK und komme dann in 3 Minuten wieder. Schon viel zu viel Zeit. Zu lange durch erstmal kurz Aufnahmen stopp machen. Also, ja,
Aufnahme, Stopp. Boop.